Was haben wir hier? Nämlich eine tolle, gute Auswahl an Stimmintensität. Vielleicht, vielleicht. Was bei Beatrice Egli auch ganz häufig der Fall ist, ist ein höherer Kehlkopf, ein sehr freundlicher Kehlkopf. Meine lieben starken Stimmen, heute schauen wir uns Beatrice Egli an und wir befinden uns so ein bisschen im Schlagerbereich. Denn im Schlagerbereich wird anders gearbeitet als in vielen anderen Genres. In der Kehlkopfposition, mit dem Mund, mit wie das ganze Setting ist im Gehäuse und vor allem aber auch mit den Vokalen. Denn im Deutschen gibt es auch Vokalmodifizierung. Und heute habe ich volles Risiko gefunden, eine Live-Version. Und ich freue mich sehr, das gemeinsam jetzt mit euch zu analysieren. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Tanja Levy. Ich bin zertifizierte Gesangslehrerin, Inhaberin der Tanja Levy Vocal Studio Schule. Und ich helfe dir, eine starke Stimme zu bekommen. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Denn Stimme im Alltag ist genauso wichtig wie auf der Bühne. Und für uns ist es ganz wichtig, dass du selbstbewusst wirst und dass du auch selbstbewusst mit deiner Stimme umgehen kannst. Sag mir, spürst du auch dieses Adrenalin? Spürst du in diesem Moment ein Gefühl, das dir so unendlich viel gibt? Also, was haben wir hier? Nämlich eine tolle, gute Auswahl an Stimmintensität. Denn der große Fehler, den viele Anfänger machen, und ich rede jetzt nicht über Beatrice Egli, sondern Anfängerinnen beim Singen grundsätzlich ist, die brettern voll auf die Eins. Und hören dabei gar nicht hin, welche Instrumente sind denn da im Hintergrund. Denn wenn man im Hintergrund ein Piano hat, dann muss man stimmlich sich auch anpassen. Und das macht Beatrice Egli. Das heißt, das ist eine richtig gute Wahl, eben nicht jetzt voll auf die Eins, sondern wir haben ein bisschen auch hauchige Elemente dabei. Ganz, ganz wenig allerdings. Ganz, ganz wenig. Also es ist sie nicht komplett durchgehaucht. Wie das jetzt vielleicht bei einer Sabrina Carpenter wäre. Gut, und vor allem haben wir auch gleich Vokale, dazu komme ich im nächsten Abschnitt. Heute Abend zählt kein vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es schon morgen zu spät. Oh, habt ihr das gehört? Zu spät. Und das ist auch ganz häufig, was wir machen, wie alle Sängerinnen Vokale modifizieren. Wir singen nicht zu spät, und dann lehnt man sich zu sehr aufs Ä rein mit zu spät. Das wird zu nasaliert und zu eng und es klingt auch nicht so schön wie ein zu spät. Und auch das vielleicht. Da lehnt sie sich sehr stark an ein A rein. Vielleicht. 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 Was bei Beatrice Egli auch ganz häufig der Fall ist, ist ein höherer Kehlkopf, ein sehr freundlicher Kehlkopf, falsche Taschenfalten auseinander und die Ansätze, ne? Also wie sie reingeht auch in einen Ton, ist ganz wichtig hier. Sehr softe Stimmansätze, ein bisschen auch ein kleiner gekippter Kehlkopf, Taschenfalten außen weg. Ganz leicht Sobbing haben wir da, ganz leicht angejammert. Wir schauen uns das gleich weiter an. Wir gehen volles Risiko. Wow. Heute Nacht wird riesengroß. Komm, wir fliegen Richtung Mond und gehen volles Risiko. Ja, das ist natürlich jetzt sehr tief, ne? Und viele Sängerinnen haben wirklich Probleme, wenn es tief wird. Warum? Es trägt sich dort nicht. Viele Sängerinnen kommen gar nicht erst in die Tiefe. Dann haben sie das Gefühl, sie müssen richtig den Kehlkopf runter machen. Ja, und das ist dann einfach viel zu tief. Also der Fehler, den man jetzt macht, ist, dass man wirklich auch mit dem Kehlkopf viel zu tief runter geht. Das ist so ein bisschen Amateur, liebe Sängerinnen. Liebe Sängerinnen, nach oben hin arbeiten. Ja, eben oben bleiben mit dem Kehlkopf und nicht runtergehen mit dem Kehlkopf. Heute Nacht wird riesengroß, lass es uns wieder und wieder. Ja, und das ist auch toll. Erstmal haben wir einen guten Sprung hier. Das macht Sängerinnen Angst. Immer jegliche Art von Tonalitäten, die springen, jegliche Art von Muster, wo es hoch geht. Das ist ganz häufig der Fall, dass Sängerinnen da Angst haben, weil sie jetzt ins Quetschen und Drücken kommen. Ne? Vorsicht, ja, von oben nach unten arbeiten, statt von unten nach oben, weil dann drückt man sonst gegen die Zunge. Und auch da die heute Nacht
große Vokale Risiko, da geht sie nicht auf die Risiko. Auch da keine I-Vokale. Risiko, 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 K.O. Und sie macht nicht K.O. Das heißt, sie bleibt hier in ihrem Ansatzrohr offen und formt das O aber Richtung mit den Lippen. K.O. Und ihr seht, wie ich das mache. Das ist subtiler. K.O. Es ist nicht K.O. Dann ist der Ton weg. Es war's. Das ist durch. Der Ton ist weg und es wird verengt wieder und der Ton fällt ab. K.O. So schwingt es sich dann besser aus. Dann machen wir schon mal weiter. Dein Puls steigt, du bist wie elektrisiert. Und du spürst, wie dein Herz wieder durchdreht. Du kannst es nicht kontrollieren. Ja, und hier, und das muss man auch sagen, im Schlagersegment, sowohl bei Beatrice Egli auch bei Helene Fischer, sind sie auch sauber. Ne? Dort wird sehr gut ausgesprochen. Immer noch mit einem sehr hohen Kehlkopf. Die Fs werden nicht vergessen, die Ts werden auch nicht vergessen. Wir bleiben immer noch sehr freundlich, ja, ein bisschen, ganz freundlich. Und das ist jetzt nicht Deutsch-Pop. Im Deutsch-Pop, wenn man jetzt Richtung Sarah Connor guckt, Celine und andere Sängerinnen, dort haben wir mehr Umgangssprache beim Singen. Das haben wir hier nicht tatsächlich, ne? Elektrisiert, du bist elektrisiert. Das funktioniert alles sehr gut, solange es noch tief ist. In der Höhe wird schon schwieriger. Und das hat was natürlich wieder mit Zunge, Gaumensegel, Kehlkopf zu tun. Freiheit beim Singen, dass man nicht diese Freiheit beim Singen hat, wenn man zu viel ausspricht für die Zunge. Heute Nacht wird riesengroß. Komm, wir fliegen Richtung Mond und gehen volles Risiko. Wir gehen volles Risiko. Also, was haben wir jetzt draus mitgenommen? Wenn ihr euch im Schlagerbereich befindet, dann Schlager ist sehr freundlich. Das bedeutet, Schlager ist oft eine höhere Kehlkopfposition. Schlager ist sehr präzise, wenn es um Tonalitäten geht. Das heißt, es wird sauber gearbeitet. Und es hat nicht so viele, ich sag mal, poppige Elemente wie jetzt hauchig oder Riff and Runs. Es hat eigentlich mehr Staccato-Elemente. Das habt ihr hier auch gesehen mit oh, oh, oh oder K.O. Da hast du das K.O. gesungen. Whoa, das ist dann sauberer. Auch der ganze Stimmansatz ist deutlich sauberer. Die Töne sind sehr sauber. Wir gehen volles, volles Risiko, Risiko. Also es ist dann doch, es ist auch sehr, sehr hoch. Wir haben hier viele Sopranstimmen, die unterwegs sind. Meine Tonlage ist das definitiv nicht, meine lieben Leute. Ich bin ja noch ein Hamburgardier mit einem Alto, Kontra-Alto, tiefes weibliches Stimmregister bin ich. Deswegen, das ist schon sehr anstrengend, was wir hier haben. Und ich kann auch verstehen, dass viele Sängerinnen sagen, Helene Fischer, Beatrice Egli, die sind sehr präzise in ihrem Gesang. Was haben wir hier noch? Vokale, die angeglichen werden, die modifiziert werden, damit wir hier mehr Freiheit beim Gesang haben. Und wenn du das alles lernen möchtest, dann weißt du ja, wohin du musst. Nämlich in meine Gesangsausbildung oder in meine Vocal Coach Fortbildung oder zu mir in den Einzelunterricht. Melde dich an für unsere Gesangsausbildung, denn ab Januar kann man sich jederzeit bei uns anmelden und die Gesangsausbildung machen. 3 Monate, 3 intensive Monate und 10 Module, sowohl wie Live-Gruppen-Coachings montags und dienstags. Du kannst dich bei uns zertifizieren lassen. Bei uns gibt es eine Aufnahmeprüfung und auch eine Abschlussprüfung. Und im Anschluss, wenn du richtig fit und richtig technisch gut bist, dann kannst du bei uns die Vocal Coach Fortbildung machen. Und wir bieten verschiedene Ausbildungsprogramme an bei uns im Haus. Schau doch mal rein unter diesem Link oder unter tanjalevivocalstudio.de. Ja, und wenn du mehr wissen möchtest, auch kostenloses Wissen, dann trag dich in unseren Newsletter ein, denn da bekommst du richtig viele Themen zum Singen, Angst, Lampenfieber, Mindset, Bühne, alles, was das gesangliche Herz begehrt, das findest du bei uns. Unter dem Newsletter tragst du dich da ein und kriegst von mir ein freies Geschenk, und zwar mit Power-Sing-Paket gibt es für dich. Ja, ich bin sonst auch auf Instagram oder auf TikTok, wenn wir uns da vernetzen wollen, denn da mache ich richtig coole Lives. Und ich finde die teilweise 1 Million Mal besser als meine Videos. Da würden jetzt einige von euch debattieren, ne?
So, ich wünsche euch einen wundervollen Abend oder einen schönen guten Morgen, wenn ihr das seht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Hashtag starke Stimme und Hashtag du bist nicht allein.